Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge haben wir wieder einiges hier erlebt. Das war echt spektakulär. Wir haben den Energy Drink für Manuel ausprobiert, weil der nicht so richtig lange schlafen konnte, weil er dringend auf Toilette musste. Was absolut funktioniert hat, besser als jeder Espresso, sag ich mal, weil hinterher kein Zitterflash kommt und er auch noch sättigt. Das hat prima geklappt. Anderen Trank hatten wir ja schon ausprobiert bei Regina mit den Fähigkeitenpunkt schneller kriegen. Das war, glaube ich, noch ein paar davor. Ja gut, dann hatten wir beide befördert. Also es sind beide befördert worden, was genial ist. Also hier geht gerade richtig die Post ab. Regina hat eine neue Arbeitskollegin, die Tamara, mitgebracht. Mit der versteht sie sich auch wesentlich besser als mit der Pamela, also zumindest von Anfang an. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken. Die Uhr tickert hier. Unsere Gelduhr. Und das ist eigentlich alles prima. Also ich bin richtig begeistert momentan. Ja, wir nähern uns auch dem Wochenende, wo wir dann vielleicht mal wieder ein bisschen auch außerhalb von hier was unternehmen können. Und ja. So, jetzt überlege ich gerade, was die liebe Regina noch machen kann. Die müsste eigentlich ernten, wenn ich das da richtig sehe. Reden mit. Wir müssen nämlich gucken. Ah, hier kannst du einsprühen, das ist gut. Fliegen, reden. Weil wir nähern uns dem Winter und wenn Winter ist, kann sie nämlich nichts mehr machen. Dann geh mal einsprühen, komm. Dann kann die diese Madame da... mal was anderes machen. Ah, die macht sich einen Espresso oder jongliert mit den Bechern. Okay. Gut, und dann müssen wir mal gucken, was es hier wieder zu ernten gibt. Oh, Manuel mag sie scheinbar nicht. Oh, das ist ja auch mal ganz praktisch. Dann hat man mal einen Menschen, der da keine Konkurrenz bildet. So, okay, hier war noch irgendwas anderes zu tun. Den solltest du ernten. Ach Gott, der ist aber nicht sehr froh. Der ist ziemlich kränklich. Naja, gut. Mit dem reden, ja. Da auch ernten. Fliegen. Reden. Ah, komm, dann flieg den hier noch. Dann tust du da ernten und dann tust du hier ernten. Okay. Als die Ernte wenigstens noch eingefahren, auch wenn es nicht so toll ist und nicht so lecker schmeckt, wir haben es ja gesehen, die Wirkung ist trotzdem da. Ich könnte mir fast vorstellen, dass je leckerer die Frucht ist, desto besser die Wirkung. Aber das weiß ich nicht. Also, das ist jetzt auch mal nicht so gut. Also, ne? Aber sie kann schon mal schön pflegen. Oh, er könnte einen Kaffee gebrauchen. Guckt ihn euch an, er ist hundemüde, der Arme. Hast du eigentlich immer noch, wann hast du frei? Ah, jetzt haben sie beide am Wochenende frei. Ey, das ist doch perfekt. Oh, und die Tamara hatte auch noch Hunger. Guck. Ei. Oh, 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 oh. Nein, Manuel, nicht im Essen einschlafen. Pfui, das schmeckt nicht, das kommt nicht gut rüber. Was soll denn Tamara von dir denken? Also ging's mir in der Studierzeit immer. Auf dem Campus, da bin ich auch regelmäßig im Essen eingepennt. Also warst du mal studieren, oder? Nein, nicht. Okay, das wird schwierig hier. Okay, ess du mal. So, liebe Regina, du könntest... Ach komm, dann nimm du dir auch noch eine Schüssel. Du hast auch noch ein bisschen Hunger und dann kannst du dich zu deiner Kollegin setzen, die gerade deinen Mann kennenlernt und über die College-Zeiten plaudert. Er hat ja keine Erfahrung, weil Manuel durfte nicht ins College. Der soll ja, wie gesagt, Geschäftsmann werden. Bei den Kindern sieht das dann wieder anders aus. Sie dürfen dann auch gerne mal wieder aufs College und auch ein anderes, neues College vielleicht. Aber bis dahin dauert es noch. Nein, nicht einschlafen, Süßer. Komm, ess noch ein, zwei Happen, dann kannst du auch ins Bett. Wobei, die schicke ich heute aber auf jeden Fall vorher auf Toilette. Mahlzeit, ja. Das ist eklig. Och, das schenke du. Wir könnten jetzt auch noch mal... Weil du bist ja auch befördert worden, gell? Ja.
Mach doch mal ein Prösterchen. Ja, auch auf deine Förderung, mein Schatz. So gehört das. Surema Tran Fran. Nein, nicht als Fran. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, wir geben auf. Hier hat gerade nicht viel Sinn. Dann geh noch schnell auf Toilette und dann mach dich ab ins Bett. Entschuldigt, ihr Lieben, aber ich bin zu müde, ne? Sagt er jetzt. Ja, das ist immer interessant. So, und dann würde ich sagen, kannst du die Dame auch verabschieden. Ihr habt euch gut kennengelernt, ihr habt euch prima angefreundet. Oh ja, 79 schon direkt beim ersten Mal. Außerdem liegt gerade da an das Gerät. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Du kannst sie mal wertschätzen, bewundern und verabschieden von schon wieder allen, wer auch immer da sonst noch mit dabei hängt, ich habe keinen Plan. Ich habe immer nur eine Person hier, die ich auch sehe, und dann ist aber ja von mehreren geredet. So, dann kannst du mal abspielen. Ja, ich weiß, du bist auch müde. Aufräumen. Mach das gerade noch schnell. Und dann darfst du auch auf Toilette gehen. Und anschließend kannst du dich auch ins Bett legen. Ist ja doch schon wieder spät geworden hier, ne? So. Und um die Sachen kümmert sich gerade gar keiner mehr. Ach, guckt euch das an. Hilfe! Ich glaube, irgendwann stellen wir einen Gärtner ein, der sich um das ganze Zeugs dann kümmern darf. Ja. Moment, ich muss mal kurz was überlegen. Ja doch, das passt dann schon. Ah, ist ja hammermäßig, ey. Also man sieht wirklich so Pflanzenkrams, das hält einen auf Trab. Da hat man verdammt viel zu tun mit, und das raubt einem verdammt viel Zeit. Aber ist auch schön, macht ja auch Spaß und alles und gibt Geld. Wenn man denn gute Pflanzen hat, die kann man dann auch super gut für gutes Geld verkaufen. Und ja, bevor es soweit ist, will ich ja hier noch ganz was anderes erreichen mit der lieben Regina. Ich hoffe, ich kriege das auch irgendwann mal hin. Jetzt ist ja schon fast ein Dreivierteljahr rum. Ich weiß gar nicht, haben wir im Frühling angefangen mit dem Kram. Aber ich glaube, im Sommer haben wir erst die Bäume dazu geholt, so richtig. Ja, und dann haben wir nämlich hier schon Winter bald. Und dann geht da mit Baum nichts mehr. Und uiuiuiui, die Fahrgemeinschaft schon in einer Stunde. Ach du je, komm, steh mal auf. Weil du musst ja bestimmt noch mal schnell sprühen, hoffe ich. Gibt's nur was zum Erzählen, ey. Was ist denn das für ein Schrott? Och, blöd. Mann, ehrlich. Alter, dann hüpf mal schnell unter die Dusche, komm. Du müffelst ein bisschen. Ah, Manuel ist auch wach. Okay, Manuel könnte... Oh, oh. Ja, komm, dann nimm ein Bad. Ja, ja, geh baden. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Du kannst in die Badewanne hopsen. Ach ja, mein Zeitmanagement lässt zu wünschen übrig. Ja, irgendwie kommen wir hier zu gar nichts. Aber es ist Freitag. Ihr Lieben, ihr wisst, was das heißt. Der letzte Arbeitstag. Und dann haben sie 2 Tage frei. Juhu! 2 Tage Wochenende frei. Und genial, ne? Ja, ja. Und ich bin... Oh, sie sind mal alle gesund. Mehr oder weniger. Ja. Okay, Reginas Auto ist schon da. Ja. Gut, du gehst dann einfach direkt. Was können wir hier machen? Der muss um 10 Uhr los. Okay. Mechanik, Logik, Krea. Krea. Haben wir eigentlich was für die Kreativität? Ja, haben wir. Gut, das bringt dann schon mal Spaß. Das ist gut. Okay, dann lauf. Tschüss. Könnte man... Aber das ist, glaube ich, das falsche Zeug, was da jetzt drin ist. Dann tust du mal was frühstücken.
Und anschließend kannst du ein bisschen malen üben, ne? So, komm mal schneller aus dem Bad da raus. Ach ja, und ich wollte ja endlich mal eine Geschirrspülmaschine kaufen. Das wäre hier ja auch mal angesagt, ne? Irgendwie ist das mit dem Geschirrspülen, ich meine, gut, sie sind noch zu zweit, da geht das schon noch, aber man merkt es, wenn dann auch noch Gäste kommen und, ja. Zum Geschirrspülmaschinchen würde hier doch einiges vereinfachen. Ja, hau rein. Genau. Und dann bitte abspülen und Reste weg. Und mal Bild verschwinden lassen. Hat das Regina gemalt? Was ist das? Moment, erstmal gucken, bevor ich verschwinden lasse. Ja, nee, die Blume kannst du ruhig verschwinden lassen. Das ist jetzt egal. Obwohl, na, die 10 Minuten lohnt es dann auch nicht mehr. Komm, dann guck lieber mal noch Nachrichten. Oder, nee, spiel da noch ein bisschen. Ist besser, gibt auch Geld dafür. Weil wie gesagt, demnächst will ich ja dann auch noch die Sache machen. Oh, wie sieht der denn jetzt aus? Guckt ihn euch an, guckt ihn euch an. Wow. Oh. Ich bin der Gamer mit Gaming-Anzug. Schaut mal. Oh, Sensoren und alles. Und ich stelle jetzt was da. Und da ist so ein extra Ding, da kann man sich ins Internet einloggen und ist da in Echtzeit dabei und genial. Hihi, siehst richtig gut aus. Ja, ja. Coole Sache. Ja, wie gesagt, ich will ja auch demnächst dann, wenn wir hier noch ein bisschen was gemacht haben, geht's dann an die Sache mit dem Geschäft. Da habe ich ja übrigens noch eine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich alles komplett aufnehme? Also auch wie ich das baue, kaufe, verändere, wie auch immer. Ich glaube, ich werde vielleicht sogar selbst eins bauen, so ein Autohaus. Wollt ihr das sehen oder soll ich das offline machen? Und ich zeige euch dann einfach, wie ihr das Geschäft kauft und eröffnet. Schreibt einfach mal was dazu, ob euch das interessiert oder nicht. Weil ich finde meine Baufolgen ja eigentlich im Allgemeinen immer etwas langweilig. Und ich will ja alles nur euch nicht langweilen, ne? Also gebt einfach mal einen Kommentar dazu ab, ob ich so Sachen dann auch zeigen soll oder eben eher nicht so. So, Regina ist wieder zu Hause. Ihr geht's gut, würde ich sagen. Und ja, sie braucht Körper und genau, Charisma. Ui. Gut, dann tust du mal recyceln und du könntest dich mal hinsetzen und könntest mal ein bisschen, jo, den Wetterbericht ansehen. Genau, das können wir auch mal wieder machen. Weil das ja vielleicht doch ganz interessant ist. Die hat ja jetzt frei, es ist Wochenende, da kann man hier schön was machen. La la la, ach, wer kommt denn da? Wer bist denn du? Ottmar Kohl, aha. Ja, dich brauchen wir nicht. Du bist ein Teenie. So weit sind wir hier noch nicht. Noch ist es sehr, sehr kalt und trocken, aber im Verlauf des Tages kann es zu leichten Regen kommen. Okay. Echt interessant. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier zu tun haben. Reden mit. Reden mit. Einsprühen. Sehr schön. Reden mit. Da stand doch eben viel einsprühen. Und nochmal einsprühen. Gut. Ach ja, es gibt wieder was zu besprühen. Besprühe die Pflanze. Besprühe den Baum. Sprühe ein bisschen schneller. So. Und ordentlich sprühen. Schön viel Sprüh. Ich glaube, du musst mal richtig tiefe Atemzüge nehmen. Das ist so nichts, was du da treibst. Reden mit. Jetzt kann sie nur noch mit ihnen reden. Soll sie mal? Ach komm, dann red halt mal mit diesem armen, kranken Baum. Vielleicht fühlt er sich dann besser. Du kriegst noch ein paar Partikel vielleicht ab.
Oh Gott. Verdun. Da hat sich niemand mehr gekümmert. Man sieht's, Hilfe, guck mal, alles abgestorben. Was ist denn mit unserer Sprinkleranlage los? Blandanli. Hab ich gar nicht mehr im Auge. Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Okay, ich spule mal ein bisschen, damit das hier ein bisschen schneller vorwärts geht. Wenigstens so in den grünen, gelben Bereich. Gelb-grün. Und? Guck mal. Really, Najni? Tut sich was. Sie labert und bababert mit dem Baum und irgendwie zu laut. So, jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Wegwerfen. Ja, kommen wir auf zu babbeln. Das ist immer der Nachteil, die hören nicht von selber auf zu babbeln. Ich muss diese... Oh Gott. Wegwerfen. Da nicht noch eine, wenigstens gut. Da ist noch eine. Die sieht noch halbwegs aus. Paprika oder was das ist. Oh ja, dann pflegt die aber vorher noch. Und gieß sie noch mal. Und dann redest du mal kurz mit ihr. Und dann kannst du sie ernten. Und dann ist leer. Und hat's was gebracht. Guckt. Und jetzt ist es gelb und freut sich. Das Bäumchen. Ja, Telefon. Ich habe gerade keine Zeit. Mal so 2 Sekunden. Oh, was erzählst du ihr denn da von Mäusen? Ich weiß nicht, vielleicht hat die Angst vor Mäusen. Und Wolken? Na, im Gewächshaus werden keine sein. So, bla 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 bla. Und aufhören. Und ernten. So, und Manuel ist daheim. Und hat... Ah, er telefoniert. Da bimmelt es aber immer noch. Gott, wer ruft denn da immer an? Eben hat er noch mit ihr telefoniert, oder? Bin ich jetzt total verrückt? Leute, der hat doch eben das Telefon in der Hand und telefoniert im Bildchen mit der Madeleine. Und blub macht's und dann steht die da. Aber gut. Okay, dann ist in Ordnung, mach du mit der, es ist ja schön, unterhalte sie mal. Dann könnt ihr mal eine Runde, tratschen. Und vielleicht mal was spielen. So, Footback vielleicht mal, ja. So, und du, dich wollte ich eigentlich nur hier ans Telefon kriegen, aber das hat aufgehört zu bimmeln. Stattdessen steht jetzt Madeleine hier, also, na gut. Es ist sehr, sehr merkwürdig, wo bei uns immer die Leute auftauchen hier. So, so hat du hast getan, was du tun musstest. Genau, geh mal hier bitte. Säubern, benutzen und Hände waschen. Weg. Und dann kannst du dich auch nochmal um unsere Simeons kümmern. Oh, guck, wir haben die 20.000 überschritten. Juhu! Ich bin total begeistert. Es wird kalt, ja, das stand ja da in der Anzeige im Wetter, aber war da nicht was von Regen und nicht von Schneefall, also irgendwie, sehr, sehr merkwürdig. Ne? Ja, so, während du da beschäftigt bist, gucken wir mal den beiden hier zu. Er in seinem genialen Anzug hier, Gamer-Anzug. Das offizielle Sims 2 Gaming-Outfit. Ja, jetzt, ich weiß, es schneit, aber das macht nichts. Das ist egal. Spielt einfach mal eine Runde, Dings, Footback. Das kann man auch bei leichtem Schneefall spielen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Genau. Ja, du war. Aha. Und macht Spaß, gell? Guck. Ah, da ist ja wieder unser, wie heißt der jetzt, Pit? Halt, wartet mal kurz, den gucke ich mir mal an. Hier der mit dem Make-up. Aha, er hat aber keine spitzen Ohren, oder? Doch, doch, der hat ganz eindeutig Mr. Spock spitze Ohren. Und ich glaube, der war das letztens, der unsere Zeitung geklaut hatte.
Aber da gibt's noch so einen, der sieht so ähnlich aus. Mit La Torre, das hast du was. Brasti. Jetzt schneit das hier eh. Also irgendwie. Breakdance. Mach mal einen Breakdance für die da. Huh? Guck mal, hab ich gelernt. Na, wie findest du das? Jeffrey. Ja, war wunderbar. So, und dann kannst du mal auf Toilette gehen, würde ich sagen. Ich muss mal ein bisschen hoch hier. Dann nimmst du gerade die Toilette hier, ist am besten. Und säubern kannst du das auch mal. Und Hände waschen kannst du auch mal. Und du musst das Ding nachher noch gießen, ne? Nicht vergessen. Ja. Und dann kann sie mal ein bisschen Fernsehen gucken und vielleicht macht die Madeleine mit. Ja. So sieht das aus, ne? Ah, Madeleine ist am Flipper. Boah, habt ihr das gesehen, wie schön eben hier da unser kleiner Hügel rosa geleuchtet hat? Ey, das ist so. Madeleine bitten mitzumachen. Genau, mach mal mit hier. Süße. Wir kennen uns ja auch, ne? Ich meine, die beiden Damen. Auch erst setzen sich neben sie und dann rutschen sie wieder weg. Aber gut, egal. Und du ziehst dich um. Du kannst auch direkt mal ein neues Outfit zusammenstellen. Weil es geht auf Winter zu, da können wir ihm direkt mal was Wärmeres anziehen. Aber da die ganze Zeit in dem Gaming-Anzug muss er ja nicht rumlaufen. Oh, was ziehen wir dir denn an für im Winter? Hm, das finde ich eigentlich gerade ganz witzig, weil das ist ein bisschen zu heavy. Und das ist irgendwie ein bisschen zu schick momentan. Ja, das nehmen wir jetzt. Das da und dann bitte umziehen, Alterskleidung. Und dann kannst du hier auch mitmachen. Zack. Und dann sitzen sie mal alle am Fernseher, gucken sich Nachrichten und Sitcom an und was weiß ich. Oh, du hast das Waschbecken geschottet, Manuel. Es ist der Hammer. Na gut, aber egal. Ich sehe nämlich gerade wieder auf meinem, naja, Uhr. Hey, oh, dieses Holzdings ist im Weg. Das ist auch schon wieder Zeit, wird aufzuhören. Und ich hoffe einfach, ihr hattet Spaß an der Folge und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und schauen mal, was wir aus diesem wunderbaren freien Wochenende mit den beiden machen können. Eventuell, ich sage nur eventuell, bin ich aber auch geneigt, beim nächsten Part erst noch mal kurz zu den Eltern zu flippen, weil irgendwie vermisse ich die. Und irgendwie möchte ich bei denen auch mal was machen. Und vielleicht können die ja die beiden einladen und denen mal ein paar Geschenke rüberwachsen lassen. Oder weiß noch nicht. Also mal schauen. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall bis dahin. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Genießt das schöne Sommerwetter. Und ja, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.